Hallo und willkommen zurück hier bei uns auf Monte Cruz. Ja, der heutige Tag ist sehr regnerisch und stürmisch, also perfekte Voraussetzung für unser großes Projekt, an dem wir gerade dran sind. Und ich kann hier drin sitzen, schön im Warmen und euch davon erzählen. Ja, wie ihr dem Titelbild ja wahrscheinlich schon entnommen habt, sind wir dabei, 3200 Bäume und Büsche hier zu pflanzen. Und ja, das gehört auf jeden Fall zu eines der größeren Projekte, zumindest mit einer sehr langen Vorbereitungszeit. Wir sind jetzt schon seit ungefähr einem Dreivierteljahr daran zu planen und auf diese Tage hier hinzuarbeiten, an denen dann wirklich gepflanzt wird. Und im heutigen Video möchte ich euch die ganzen Vorbereitungen zeigen, die wir bisher getroffen haben, die ganzen Entscheidungen, die wir gefällt haben, das ganze Equipment zeigen, was wir dazu gebraucht haben. Ja, und auf jeden Fall auch mal über die Kosten sprechen, die jetzt im Laufe der Vorbereitungszeit auf uns zugekommen sind. Ja, erstmal ganz kurz, worum geht es hier überhaupt? Wie ja viele von euch wissen, ist unser Grundstück 4,5 Hektar groß, also 45.000 Quadratmeter. Und wenn ihr unsere älteren Videos kennt, werdet ihr auch schon bemerkt haben, dass wir ständig darum bemüht sind, dieses Land einfach noch grüner zu machen und eigentlich komplett aufzuforsten und dass wir hier irgendwann mal in einem richtig dichten Wald sitzen können. So ist eigentlich unser Ziel. Anfang des letzten Jahres haben wir dann glücklicherweise von einem EU-geförderten Projekt gehört, namens Live Terra. Diese Organisation möchte 500 Millionen Bäume in der Europäischen Union pflanzen. Ja, und Live Terra sucht dann dafür Menschen, die praktisch ihr Grundstück zur Verfügung stellen, dass darauf diese Bäume gepflanzt werden können. Ja, jetzt hatten wir mit denen viel Kontakt und haben dann Pflanzlisten ausgetauscht. Wir sollten uns raussuchen, was wir gerne auf unserem Grundstück für Pflanzen haben möchten. Dann hatten wir auch mal Besuch von zwei jungen Frauen aus Spanien, die sich dann unser Grundstück angeschaut haben. Ja, und die zwei waren dann auch begeistert von den ganzen Wasserretentionslandschaften, die wir hier erschaffen haben und einfach versuchen, Wasser im Boden zu speichern. Das macht es natürlich für die kleinen Bäume auch einfacher zum Anwachsen. Bevor ich jetzt aber zu viel von wegnehme, starten wir erstmal und ich zeige euch erst nochmal unser Grundstück aus der Vogelperspektive im Sommer aufgenommen, dass ihr erstmal seht, um welche Flächen es sich hier überhaupt handelt, die wir gern bepflanzt haben wollten. Diese Aufnahmen sind jetzt ca. 3 Monate alt. Da hatte der See definitiv seinen Tiefststand. Das ist unser Korkeichenhang. Vor 3 Jahren von uns gepflanzte kleine Korkeichen sind leider alle eingegangen. Nur ein paar Metronios überlebten. Dies ist nun der größte zu bepflanzende Bereich, unser Südhang. Hier herrschen sehr harte Bedingungen, die meisten Sonnenstunden und viel Wind. Von uns gepflanzten 800 Bäumen vor 3 Jahren leben ca. noch 200. Hier müssen also völlig neue Bedingungen geschaffen werden, um das Überleben der Bäume zu sichern. Und wie ihr seht, ist hier noch viel Platz zum Pflanzen. Fliegen wir weit um Westhang. Die Bedingungen hier sind ein wenig angenehmer, so dass dort von uns gepflanzte Bäume ein wenig besser aussehen. Hier werden wir eine größere Biodiversität als auf dem Südhang probieren. Und zu guter Letzt unser nach Nord ausgerichteter Hang über dem Stall. Anhand der schief verlaufenden Hecke könnt ihr die Grundstücksgrenze erkennen. Hier herrschen die besten Bedingungen für Baumwachstum. Deswegen werden hier viele Eichenarten gepflanzt werden. Für diese Pflanzung haben wir dann für uns auch ganz neue Methoden mit eingebracht. Das heißt, wir haben Ideen aus der Agroforstwirtschaft versucht, hier auf unser Land zu übertragen. Und das heißt so viel, dass wir unser Grundstück unterteilt haben in kommerziell genutzte Bereiche und Wildnisbereiche. Also praktisch Flächen, wo Insekten und Tiere frei und unangetastet leben können und dann wieder Bereiche, die wir bearbeiten können, beernten und auch die auch einen finanziellen Nutzen für uns haben. So haben wir uns entschieden, noch einmal die große Maschine anrollen zu lassen und Terrassen anlegen zu lassen. Aber halt nicht alles komplett terrassieren zu lassen, sondern zwischen den Terrassen auch für wilde Parts zu sorgen. Unseren Korkeichenhang, so wie wir ihn nennen, haben wir jedoch komplett terrassieren lassen. Da hatten wir noch was ganz Besonderes vor, was ich euch später noch erzähle.
Als nächstes zeige ich euch die Drohnenaufnahmen, die dank unserer Nachbarin Lydia kurz nach Fertigstellung der ganzen Terrassen hier entstanden sind. Hier erkennt man nun gut die geplanten kommerziellen Bereiche, die Terrassen und die sich dazwischen befindlichen wilden Bereiche. Diese Terrassen wirken jetzt nach Fertigstellung natürlich erstmal grau und wüstenhaft. Doch anhand unserer Terrassen vom Haus, die vor 2 Jahren entstanden sind, lässt sich schon erahnen, wie die neuen Terrassen in 2-3 Jahren aussehen werden. So sehen die frisch angelegten Terrassen aus. Eher steinig, grau und trostlos. Aber nach 2 Jahren in unserer Obhut sind die Terrassen grün und voller Leben. Als nächste wirklich große Investition und Absicherung für eventuell folgende Dürrejahre haben wir uns entschieden, einen Tiefbrunnen auf Monte Cruz anlegen zu lassen. Denn alle diese kommerziell genutzten Bereiche, also praktisch alle Terrassen, sollen auch bewässert werden, um den da wachsenden Bäumen das Anwachsen zu erleichtern und damit wir auch eines Tages Ertrag davon erhalten. In den Wildbereichen hingegen werden nur trockenresistente, native Bäume und Büsche gepflanzt. Diese müssen mit dem Wasser zurechtkommen, was der Himmel ihnen schenkt. Und hier die Bilder zum Tiefbrunnenbau. Nach unseren ersten Berechnungen zum Bewässern der Pflanzen haben wir festgestellt, dass nach regenreichen Jahren der volle See uns durchs komplette Jahr bringen wird. Für folgende Dürrejahre haben wir nun den Tiefbrunnen als Absicherung. Ja, so ein Tiefbrunnenbau ist schon wirklich spektakulär. Genauso war es auch eine große Überraschung, dass wir schon nach 17 Metern auf Wasser gestoßen sind. Das ist nach den letzten Dürrejahren überhaupt nicht selbstverständlich und da können wir wirklich sehr froh sein. Zumal nach 17 Meter in den Berg hineingebohrt auch ungefähr die Höhe unseres Sees anfängt. Und vielleicht haben wir mit unseren Wasserretentionsmaßnahmen, die wir die letzten Jahre hier ergriffen haben, auch schon ordentlich dazu beigetragen, den Grundwasserspiegel so weit anzuheben. Ja, jetzt hatten wir also die Terrassen und den Tiefbrunnen. Jetzt musste praktisch alles nur noch miteinander verbunden werden. Deswegen haben wir uns über eine tolle Firma, die ich euch auch unten verlinken werde, jede Menge Schläuche bestellt. Ich glaube ungefähr 3 Kilometer
und haben angefangen, alle Terrassen miteinander zu verbinden. Am 22. Dezember war es dann endlich soweit und wir erhielten den Anruf, dass die Bäume angekommen sind. Diese wurden leider nicht zu uns geliefert, sondern zum Baustoffhändler im nächsten Dorf und die hat Tosca dann mit unserem Auto da abgeholt. So, und dann hatten wir sie also auf dem Hof stehen. 3200 Bäume, die in die Erde müssen. Wie am Anfang des Videos versprochen, werde ich euch jetzt nochmal ein paar Zahlen nennen, was uns die Vorbereitung der Aufforstung bis hierhin gekostet hat. Falls ihr selber sowas auch mal vorhabt, habt ihr schon mal eine grobe Idee. Also ich habe jetzt hier mal alles zusammengerechnet und werde euch erstmal die einzelnen Posten nennen. Da hätten wir am Anfang die Erdarbeiten, die von der großen Raupe gemacht wurden. Das waren so um die 2000 Euro. Dann der Tiefbrunnen kam selber 6.000 und die Pumpe nochmal 2.000, also 8.000 insgesamt. Die Genehmigung ist da auch schon mit inbegriffen. Dann haben wir noch 1.500 Pflanzröhrchen gekauft, um gewissen Bäumen in den ersten Jahren besonderen Schutz zu gewährleisten. Dafür haben wir 700 Euro bezahlt. Damit die Erde um die Bäume herum schnell grün wird, haben wir noch Gründünger besorgt. Das kam 300 Euro. Für die Bewässerung mit all seinen Finessen, Hähnen, Weichen, auch noch zwei Deposits, die ihr im nächsten Video sehen werdet, haben wir insgesamt 2000 Euro bezahlt. Für besondere Pflanzgeräte haben wir noch einmal 150 Euro gezahlt. Und damit wir die Pflanzung und auch folgende Projekte schön dokumentieren können, haben sich Tosca und ich zu Weihnachten mal eine Drohne geschenkt. Die zähle ich da jetzt mal mit rein und die kam 300 Euro. Insgesamt kommen wir so auf Gesamtkosten von 13.450 Euro. Dem können wir aber auch was gegenüberstellen. Denn zur Kostendeckung der Pflanzung erhalten wir von Life Terra pro Baum 2 Euro. Das heißt, wir müssten bei 3.200 Bäumen eigentlich 6.400 Euro erhalten. Dem ist leider nicht so, da wir 800 Bäume davon selber gekauft haben, da diese über Life Terra nicht erhältlich waren. So kommen wir am Ende auf 5.200 Euro, die wir von Life Terra erhalten werden. Ja, wie ihr seht, haben wir trotzdem noch jede Menge Geld selber da reingesteckt, aber das ist es uns auch wert, dafür, dass dieses Land mal wieder einen richtigen Wald beherbergen wird und dass wir auch vom Land leben können. Wer uns dennoch vielleicht bei dieser Pflanzung unterstützen möchte, kann gerne mal auf unserer Internetseite vorbeischauen. Dort findet ihr die Möglichkeiten, eine Baumpatenschaft abzuschließen oder eine Montebox zu bekommen.
Ja, das waren jetzt erstmal alle Vorbereitungen, die wir zu der Pflanzung jetzt hier letztes Jahr gehabt haben. Wenn euch die Pflanzung interessiert und ihr wissen wollt, warum wir welche Bäume wohin gepflanzt haben, dann empfehle ich euch, das nächste Video anzuschauen. Da könnt ihr uns dann beim Bäumepflanzen beobachten. Abonniert dazu unseren Kanal, dann werdet ihr automatisch darüber benachrichtigt und wir freuen uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ja, und ich werde jetzt wieder rausgehen. Das Wetter bessert sich langsam. Es sind noch jede Menge Bäume in die Erde zu bekommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.